Moin zusammen und willkommen zurück hier wieder. NF Marsch ist wieder am Start. So, wir sind mit unseren zwei Geldkassetten jetzt hier beim Edeka inzwischen angelangt. Das heißt, die werden wir jetzt mal kurz hier reinschmeißen in die, in die Bank. Und dann werden wir auf jeden Fall mal die Hefe schon mal wegbringen, die zwei Paletten, die wir hier schon stehen haben. Und wir müssen ja gucken, was sonst noch ansteht. Ganz einfach. Ja, die Hauptaufgabe wird na klar wieder sein, unsere Arbeitsliste kleiner zu bekommen hier, die wir ja, es steht noch einiges an, auf jeden Fall. Also da sind wir auf jeden Fall dran am Arbeiten. Jetzt müssen wir nur mal warten, bis hier das Geld reingerieselt ist. Das Doofe ist einfach, dass das nicht weitergeht. Wenn das... wir müssen mal was gucken. Geht das eventuell, wenn das auf dem Hänger liegt? Dann muss ich nicht die ganze Zeit da rumstehen, sondern kann das... So, ja, da ist jetzt eine, ist runtergefallen, ja. Ja, guck mal, das geht. Dann schmeißen wir da nämlich jetzt die zweite Kassette da auch drauf. Oh, die ist ein bisschen... Einmal richtig rumdrehen. Dann stellen wir das nämlich hier hin. Dann läuft das Geld erstmal da rein. Und wir können uns um andere Arbeiten kümmern. Wir müssen einfach mal gucken, wo was zu tun ist. Ach, der hat schon die Wolle mit aufgeladen. Das wollte ich eigentlich, oder den Stoff besser gesagt. Das war so nicht geplant. Ups, halt. Nicht raustappen. Ja, tun wir einmal wieder einlagern. Weil wir brauchten ja Stoff für die Kleidungsfabrik. Dann holen wir uns den jetzt einfach. So, Stoff aus dem Lager Werkstoffe. Wolle, Stoff. Ja, da müssen wir jetzt halt warten, bis er das umgelagert hat. Ja, wir können mal gucken, ob wir in der Textilfabrik auch noch Wolle haben. Wolle ist ja schon wieder Stoff. Textilfabrik. Stoff. Ne, da ist nichts mehr. Ja, sonst warten wir hier noch ein bisschen. Gucken wir mal weiter. Ja, guck mal, der hat das schon mal geschafft. Das heißt, wir können hier den Einkauf von Hefe starten. Und hier haben wir normale Paletten. Das passt. Da nehmen wir die zwei nämlich hier mit drauf. Und das muss die Hefe zur Brennerei. Die ist ja auch quasi ja, fast ums Eck. Dann heißt das, da fahren wir schnell selbst rüber. Die ist ja nicht mehr weit entfernt.
Ja, wir müssen auf jeden Fall die Strohballen unten auf der 52 einsammeln. Das muss gemacht werden. So, Brennerei. Jetzt ist wieder die Frage, hier oder drüben? Wir probieren es einfach mal hier. Jupp, passt. Den können wir erstmal hier stehen lassen. So, du bringst Mais hier weg. Das ist gut. Du auch. Kompost. Kompost hatten wir für die Apfelplantage. Genau. Also fährst du dahin. Ah, hier haben wir sogar schon eingestellt. Mann, sind wir gut. So, dann haben wir hier den Pflug stehen. Den räumen wir erstmal hier zur Seite. John Deere ist fertig. Wo auch immer du gedroschen hast, werden wir gleich nachschauen. So. Ja, hier müssen wir irgendwann weitermachen. Ach, das ist der hier. So, der war auf der 15 unterwegs. Dann, ups, ja. Ich glaube, die 2 war noch zu dreschen. Dreschen Feld 2, 13,5. Fing da oben an. Erster Wegpunkt, dann schicken wir den da gleich rüber. Da müssen wir auch gucken, was da überhaupt auf dem Feld drauf ist. Weiß ich gar nicht mehr. Aber wir müssen auf jeden Fall uns mal wirklich um Felderbestellung kümmern. Also hier könnten wir ja direkt loslegen. Müssen wir mal gucken, ob wir hier eventuell kalken müssen vorher. Aber selbst wenn, kriegen wir das auch hin? So, da ist der Beginn hier. Das heißt, wir können hier gleich mal umkuppeln. Da müssen wir nur die beiden Abfahrer parat stellen. So, das ist Weizen hier, okay. Gut, du fährst Silage. Sonst ist hier erstmal alles ruhig. Das heißt, wir brauchen eigentlich die beiden hier. Das tun wir jetzt mal zwischenlagern am Hof, würde ich sagen. Silage, nee, nicht Silage, sondern, na, wo ist es denn? Silo abladen. Und zwar vom Feld 2 jetzt dann bitte. Und bei dir genauso, Feld 2 zum Hofsilo abladen. So, jetzt gucken wir hier nochmal nach dem Stoff, ob der jetzt inzwischen angekommen ist. Werkstoffe, Stoff. Ja, guck mal. Haben wir was geladen? Dann geht der. Ja gut, da fahren wir schnell selbst runter, würde ich sagen. Ist ja nicht so weit.
Genau, das ist ja schon nicht hier, aber wir müssen das ja hinten ra oh. Hinten rein in die Textilfabrik. Kommen wir darum? Eieiei, eng, aber es geht. Jetzt gucken wir mal, ob das direkt vom Wagen nimmt oder nicht. Ich glaube nicht. So, und dann würde ich sagen, dass du mir jetzt auf die 52 runterdonnerst. Wir müssen Ballen sammeln. Wir müssen Strohballen sammeln. So, wir schauen mal, ob das hier funktioniert. Oh, da sind wir ein bisschen weit draußen. Was ist hier? Ah, doch, das läuft auch. Ja, guck mal, da haben wir das schon mal erledigt hier. Ja, hier ist auch wieder ein Abfahrer da. Perfekt. So muss das sein. Ja, die fahren beide erstmal abladen. Der steht hier. Die haben sich hier verkeilt. Gut, der wartet hier, aber das ist ja auch kein Problem. Wir müssen ja eh hier. Ey, bleib stehen. Den Kompost hier abladen. Gucken wir mal, wie viel hier reingeht. So, die Liste ist wieder ein bisschen kleiner geworden. Ja, Milch, genau. Wir müssen mal gucken, was die zweite Rinderzucht treibt. Ja, 1000 Liter Milch. So will ich das haben. So, brauchen wir den noch irgendwo erstmal? Ich weiß es gar nicht. Wir lassen den erstmal hier stehen. So. Ja, hier liegen na klar sehr, sehr, sehr viele Ballen. Ach ja, wir wollten gucken, die 15. Da muss nichts gemacht werden. Das heißt, auf die 15 machen wir Raps drauf, habe ich mir so gedacht. Das heißt, wir brauchen die Sämaschine hier. Mit Raps bitte. Raps, dann fährst du mir auf die 15. 15, startest Curse Play und dann noch gucken wir mal. Sehen 15, 15 Meter. Guck mal, ist doch alles da. Erster Wegpunkt. Start klar, los geht's. Boah, der steht hier. Hier wird fleißig auch geerntet. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben die 14. Ist abgeerntet, muss gepflügt werden, muss gekalkt werden. Das heißt, da würde ich die 14 erstmal düngen, dann kalken. Düngen. Wo war der Düngestreuer gestanden? Wir hatten den auf irgendeinem Feld stehen hier. 14. 14.
Feld 14, 50 Meter. Perfekt. Los geht's. Gut. Dann können wir aber am Hof den Kalkstreuer schon mal startklar machen. Oder hat der einen Traktor dran? Nee. So. Dann machen wir den einfach startklar. Weil wenn der mit dem Düngen fertig ist, kann der gleich hier nacharbeiten. Der ist ja schon voll. Das heißt, wir fahren mit dem durchaus schon mal rüber auf die 14. Weil ich glaube, mit dem neuen Kalkstreuer haben wir da noch keinen Kurs gemacht. Was ist mit dir? Hallo? Ah, falsch eingetickert. Ja, mein Fehler. Hofsilo abladen solltest du. Ja, war wieder mein eigener Fehler. Ja, ein bisschen Wolle haben wir hier stehen, das ist auch gut. Gerät muss entladen werden. Ja. Wird bestimmt bald passieren. So, dann parken wir den nämlich hier irgendwo in der Nähe schon mal. Irgendwo. Ja, die Sämaschine. Wollte gerade sagen, irgendwas höre ich doch da im Hintergrund brummen. So, dann bleibt der erstmal hier stehen. Ja, Milch haben wir aktuell nicht. Aber guck mal, da ist einer angekommen. Das heißt, wir könnten den mal umstellen auf Strohballen. Beziehungsweise auf Rundballen, nicht auf Strohballen. Und dann sammeln wir mal fleißig hier ein. Weil das wird dann ja gleich das nächste Feld, das wir dann bearbeiten können. Wir werden auf jeden Fall erstmal wieder Stroh zum Hof bringen, weil ich glaube, wir haben doch das Strohlager ganz schön geschröpft in der letzten Zeit. Da machen wir da erstmal wieder voll und der Überschuss geht dann eben wieder in den Verkauf direkt. Erstmal so ein bisschen kreuz und quer fahren. So, guck mal, vorne haben wir schon wieder 22 Ballen drauf. Jetzt geht das hinten munter weiter. Ja, im Volldrift.
So, aber ich würde sagen, ich sammle hier noch ein bisschen weiter. Für euch ist aber erst einmal, upsa, Feierabend für heute. Morgen geht es dann weiter, 15 Uhr, wie gehabt. Dann, ja, schaut rein, würde mich freuen. Auch Däumchen, Kommentare und so weiter sind na klar immer gerne gesehen. Also macht's gut, ihr Lieben, und ja, bis morgen.